Der rote Teppich im Palais Niederösterreich ist ausgerollt für über 300 Gäste aus Wirtschaft und Politik. Verliehen wird der Oscar der Finanzwelt. Zum 10. Mal gibt es hier den Wiener Börsepreis, den wichtigsten österreichischen Award für börsennotierte Unternehmen. Finanzminister Dr. Hans-Jörg Schelling betont auf dem Event die Bedeutung des heimischen Kapitalmarktes für Österreich. Die Unternehmen in Österreich, die an der Börse sind, sind im Wesentlichen immer Leitbetriebe. Und diese Leitbetriebe haben eine Magnetfunktion für den gesamten Standort und haben eine unglaubliche Ausstrahlung auf viele Klein- und Mittelbetriebe, die wie eine Art im Huckepack mit diesen großen Leitbetrieben mitgehen. Die österreichische Wirtschaft und die Wiener Börse bieten eine Menge für Anleger und Unternehmen. Unter diesen Unternehmen sind viele Weltmarktführer mit enormem Know-how, so Börsenvorstand Dr. Christoph Boschan. Ja, die Unternehmen, die wir heute hier ausgezeichnet haben, sind natürlich das Schaufenster für die österreichische Wirtschaft. Ausländische Investoren erkennen das in hohem Maße an. 80% unserer Order kommen aus dem Ausland und wir als Börse sind nicht zuletzt stolz, die entsprechende Plattform für den Handel zu sein. Die Fachjury der ÖVFA, der österreichischen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management, nahm auch dieses Jahr wieder die Arbeit der börsennotierten Unternehmen unter die Lupe. Der Gewinner des Wiener Börsepreises 2017 in der Kategorie ATX ist die Voestalpine. Der Small Midcap Preis geht an die Strabag und in der Kategorie Corporate Bond geht der erste Platz an die CA Immo. Der Journalistenpreis wird von einer Jury ausgewählter Finanzjournalisten vergeben. Er geht dieses Jahr zum 4. Mal in Folge ebenfalls an die Voestalpine. Das Unternehmen punktet mit exzellenter Investorenbetreuung, Medienarbeit, Berichterstattung und Management. Diese Auszeichnung ist die Bestätigung unseres Kurses in den letzten Jahren. Wir haben uns von der punktuellen Berichterstattung wegbewegt und sind im Wesentlichen in einem System heute tätig. Und dieses System hat sich bewährt und dabei werden wir bleiben und das werden wir weiter optimieren. Auch der Aufsichtsrat der Wiener Börse unterstreicht: Die heutige Preisverleihung war unglaublich spannend wieder. Es ist gelungen, einen sehr breiten Rahmen zu fassen von verschiedenen Unternehmungen, von jüngeren und auch älteren, die schon lange dabei sind. Und vor allem auch das Einbeziehen von Gastrednern, die durchaus sehr wieder interessante Aspekte gebracht haben. Ein spannender und schöner Abend. Der österreichische Standort im Herzen Europas wird gefeiert. Das enorme Potenzial ist vielversprechend für die Zukunft. Der stimmungsvolle Abend mit vielen hochkarätigen Gästen aus Wirtschaft und Politik würdigt die Gewinner des Wiener Börsepreises 2017.